Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Seniorenstudio. Happy birthday to you. From good friends and true, from old friends and new, may good luck go with you and happiness too. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Rosa, ich weiß nicht, wo sie sitzt, sehr geehrter Herr Desor, Sie möchte ich am Beginn ganz herzlich begrüßen. Sie sind momentan die Sprecher der Seniorinnen und Senioren hier an unserer Universität. Es gibt heute sehr viele Personen, die ich begrüßen möchte, die ich vielleicht auch begrüßen müsste. Eigentlich müsste man jeden heute persönlich ansprechen, aber ich konzentriere mich mal zunächst auf die erste Reihe und fange einfach mal jetzt mit Frau Bartzen an. Herzlich willkommen, dass Sie heute hier dabei sind. Ich begrüße unseren Hochschulratsvorsitzenden, Herrn Dr. Mertes. Ich freue mich, dass die Kollegin Brohm, wir haben gestern gemeinsam im Senat gefochten und haben gewonnen und deswegen können wir heute hier ganz entspannt auftreten. Herzlich willkommen auch an Herrn Hevera für die geleistete Arbeit der vergangenen Jahre. Ich grüße Herrn Lehmann von der Universität Koblenz-Landau und grüße den weitgereisten Herrn Vogt, der uns heute auch einen Vortrag halten wird. Das war zunächst mal Teil 1 der linken Seite. Jetzt komme ich zur rechten Seite. Ich grüße den Kollegen Euler von der Theologischen Fakultät. Herzlich willkommen. Ich grüße Herrn Behrang von der Universität des Saarlandes. Ich begrüße Heidi Köpp-Jung. Vielen Dank für den Gesang. Und das mit Ägypten, das darf ich bei der Gelegenheit vielleicht sagen, hat auch eine besondere Komponente. Denn die Ägypten-Ausstellung, die heute seit genau 90 Minuten eröffnet ist, konnten wir beide schon zwar zu unterschiedlichen Zeitpunkten wahrnehmen. Und an dieser Ägypten-Ausstellung, das darf man an dieser Stelle auch sagen, ist die Universität Trier aktiv beteiligt. Sie können dort unter anderem auch einige der Papyri unserer Papyrussammlung sehen und einiges mehr. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich grüße Herrn Schmitz vom DGB, herzlich willkommen. Ich grüße Herrn Zentner, herzlich willkommen. Ich grüße Herrn Chapp, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter nach hinten, der ja viele Jahre sich auch zunächst natürlich als noch aktives Mitglied der Universität und dann in dem Sprechergremium. Ich grüße in Abwesenheit Herrn Nollen, der mir heute Morgen noch geschrieben hat, dass er sich um die Enkel kümmern muss und das ist ja auch okay, ja, und deshalb heute nicht hier sein kann. Ich grüße Herrn Krönig, ich grüße alle, die den ehemaligen Kanzler Herrn Bender, grüße alle, die in irgendeiner Art und Weise mit der Universität und dem Programm, das wir heute feiern, in Verbindung stehen und natürlich auch Frau Krein und Herrn Berger, alle, die die heutige Veranstaltung mit vorbereitet haben. Also herzlich willkommen. Verehrte Gäste, ich kann mich nicht mehr genau an die Zusammenhänge erinnern, aber es muss in der Anfangsphase der Internet-Euphorie in den 90er Jahren gewesen sein. Eine Anzeige in einer amerikanischen Zeitschrift, oder es war vielleicht auch ein Artikel, setzte einen älteren Mann, dessen zerfurchtes Gesicht wohl auf seine Erfahrung verweisen sollte, in Kontrast zu der Forderung, but you have to be faster on the keyboard. Nun, was hat das mit dem Seniorenstudium zu tun? Ich könnte mir durchaus eine bundesweite Anzeigenkampagne vorstellen, in der eine ältere Frau und oder ein älterer Mann zu sehen sind. Und beide zeigen mit ihren Fingern in Richtung Universität und sagen, worauf warten Sie noch? Nun übertreibt die Werbung ja gerne mal, aber es dürfte sich lohnen, in diesem Bereich weiterhin aktiv zu bleiben. Dennoch ist es ja nicht nur die Werbung, die gelegentlich unaufrichtig arbeitet und zugleich voraussetzt, dass dies vorausgesetzt wird. Wenn die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrer gestrigen Ausgabe meldet, Pensionäre sind die reichsten in Deutschland, und das passende Bild mit entspannten Strandwanderern ergänzt durch die Information von wegen Altersarmut präsentiert, dann wischen wir uns mal wieder die Augen und sagen mit dem frühen Konstantin Wecker, das Leben ist doch herrlich, oder?
Denn das, was wir heute im Seniorenstudium erleben und als solches bezeichnen, ist doch bis heute im Ergebnis das Resultat ganz unterschiedlicher Angebote und ganz unterschiedlicher Erwartungen. Vor einiger Zeit wurde die Unterscheidung von Kopfarbeitern und Muskelarbeitern mal wieder bemüht. In diesem Zusammenhang fiel mir der schöne Spruch von Heinz Erhardt ein: Das Lernen macht stets dann Verdruss, wenn man es nicht will, es aber muss. Und wenn Sie sich die heutige Struktur der Seniorenstudierenden, insbesondere wenn Sie die Gasthörerinnen und Gasthörer und vor allen Dingen natürlich die regulär eingeschriebenen Studierenden betrachten, dann sehen Sie natürlich immer noch diesen Unterschied zwischen Kopfarbeitern und Muskelarbeitern. Es gibt also eine auch historisch gewachsene Nähe und Distanz zu der Universität, was sie ausmacht und wofür sie steht. Aber es gibt eben auch die Chance, über dieses Seniorenstudium den Kontakt zu jüngeren Menschen zu erleben und nicht nur diesen, sondern eben auch den Campus der Generationen aktiv zu leben. Dass dies gelegentlich, ich habe das selbst mal in einem Seminar, als ich an einer amerikanischen Partneruniversität war, erfahren, da war ein älterer Herr, John hieß er, Sie hatten die Frage noch nicht vollendet, war der Arm schon oben. Ja? Der war immer der Erste, der hatte eben ein hohes Mitteilungsbedürfnis und in bestimmten Fachgebieten können wir uns lebhaft vorstellen, dass das Mitteilungsbedürfnis eben ungleich verteilt ist. Und wie ich am Dienstag oder Mittwoch auch in dem Interview mit dem Trierischen Volksfreund sagte, wie wollen Sie das regulieren? Das können Sie nur dadurch regulieren, dass Sie mit gegenseitigem Respekt an die veränderten Strukturen solcher Veranstaltungen herangehen. Und das werden wir auch in Zukunft weiterhin tun. Man soll ja auch nicht vergessen, es gab auch schon vor 30, 40 Jahren, meine Kanzlerin hat mir das erzählt, die hat in Münster studiert, da gab es einen Theologen, den Namen ist mir jetzt entfallen, aber wenn der seine Vorlesung hielt, dann war das gesamte Gebäude überfüllt, der Flur, man konnte sich kaum noch bewegen und da spielte diese Frage, die jetzt heute gelegentlich hochgespielt wird, ja, die Süddeutsche Zeitung hat mal geschrieben, die Silberlinge von der Ersten Bank und so despektierliche Überschriften. Da muss man einfach, das muss man so nehmen und das wird sich entwickeln. Ja. Fest steht, dass der demografische Wandel für die Universität ja heute schon an mehreren Stellen spürbar wird, nicht nur durch die Kinderuniversität, sondern gegenwärtig ja vor allen Dingen dadurch, dass wir eine enorm hohe oder enorm schlechte Betreuungsrelation haben. Ja, vor 30, 40 Jahren betrug die Betreuungsrelation, legen Sie mich nicht auf die genauen Zahlen fest, sagen wir 1 zu 30, 1 zu 35, ein Professor, 30 bis 35 Studierende. Heute sind wir, je nach Fachgebiet kann das in noch viel deutlichere Relationen gehen, aber im Durchschnitt bei 1 zu 65 bis 1 zu 70. Und wenn es wirklich so kommen wird, dass im Jahr 2020 oder wann immer das beginnen wird, wir tatsächlich weniger Studierende haben, dann sollte man das zunächst auch mal positiv sehen im Sinne einer Verbesserung dieser Betreuungsrelation. Ich gehe also stillschweigend davon aus, dass man uns allein aufgrund dieser Tatsache nichts wegnimmt. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir natürlich auch Möglichkeiten, in anderen Bereichen uns noch viel kreativer zu entfalten, als wir das gegenwärtig tun können. Und damit können wir diese freien Kapazitäten auch in neue, wichtige Schwerpunkte setzen. Und dazu kann das, was wir heute noch Seniorenstudium nennen, auf jeden Fall auch gehören. Aber es muss auch dazu gehören, dass wir uns mit den Übergängen in unserem Bildungssystem viel intensiver beschäftigen, als wir dies heute tun. Wir sind bereits auf dem Weg, in dieser Richtung ein neues Projekt aufzulegen, um nicht nur den Übergang von der Schule in die Universität oder in andere Bildungseinrichtungen, sondern auch die Situation eines Studienabbrechers, aber auch eines erfolgreichen Studenten aktiver zu begleiten, als wir dies gegenwärtig tun bzw. tun können. Stichwort Übergänge. Je höher die Bildung, desto höher ist auch die Erwerbsneigung im Alter. Auch das ist statistisch unbestritten. Wir sollten aber im Falle von Bildungsangeboten für den dritten Lebensabschnitt nicht nur das The-More-The-More-Prinzip umsetzen, also jene mit Informationen interessanter Art beglücken, die ohnehin schon ein sehr hohes Bildungsniveau haben. Selbstverständlich werden wir das weiterhin tun, sondern auch überlegen, wie man die Nähe oder die Affinität zu dem, was wir anbieten können, allgemein steigern kann. Nämlich für Berufstätige aus den unterschiedlichsten Fachgebieten ebenso wie für Menschen, die sich in anderer Weise in den Dienst der Gemeinschaft oder Gesellschaft gestellt haben. Wie sagte doch Loriot, an den man unweigerlich denken muss, wenn man den Flyer der heutigen Veranstaltung zur Hand nimmt: Entschuldige, das ist mein erster Ruhestand, ich übe noch.
Damit sind wir also bei dem Thema, wie soll das Studienprogramm eines Seniorenstudiums zukünftig aussehen? Nun, es ist heute bereits mehrstufig angelegt und ich denke, wir sind gut beraten, wenn wir das Modell eines Omnibus auch für das Modell eines Seniorenstudiums heranziehen. Denn Omnibus bedeutet ja bekanntlich im Deutschen für alle. Auch über Mitwirkung werden wir weiter reden und wir werden sicherlich, Herr Rose, auch über Herr Desor, über interessante, neue, strukturierte Angebote mit einem bestimmten thematischen Zuschnitt. Ich glaube, einer da hinten sitzt, wir haben unlängst noch darüber gesprochen, dass man vielleicht auch mal Zertifikate entwickeln sollte, die sozusagen einen neuen Ansporn für Seniorenstudierende darstellen können. Denn nach einer gewissen Zeit ergibt sich unweigerlich auch ein gewisser Wiederholungsfaktor in den Angeboten und da sollte man vielleicht auch noch ein wenig nachsteuern. Ich halte es aber mit dem berühmten Schriftsteller Don DeLillo, obwohl er ein Meisterwerk nach dem anderen schreibt, selbst die Bodenhaftung nie verloren hat. Er hat einmal geschrieben, je visionärer der Gedanke, desto mehr Leute lässt er auf der Strecke. Wir brauchen also eine gute Streckenführung, wir brauchen gute Fahrerinnen und Fahrer und wir brauchen vor allen Dingen erschwingliche Tickets. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Jetzt kommen wir zur ADD. Frau Bartzen wollte auch ein Grußwort sprechen. Ach, da sind Sie. Entschuldigung. Ich wollte Sie auch gar nicht weiter vorstellen oder so. Ich denke, das können Sie auch schon sehr gut selber und überlasse Ihnen einfach das Mikrofon. Danke. Sehr geehrter Professor Jäkel, sehr geehrte Sprecherinnen und Sprecher der Seniorenstudierenden, lieber Herr Dr. Mertes, sehr geehrte Damen und Herren, ja, ich bin ganz gerne hierhin gekommen und habe mich natürlich damit beschäftigt, was sage ich denn jetzt als Präsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion beim Festakt 30 Jahre Seniorenstudium. Ja, Seniorenresidenz, Seniorenticket, Seniorenschnitzel, die gängigen Komposita mit dem Begriff Senioren verbreiten doch irgendwie eine Aura von Ruhe, Beschränkung, Umsorgung. Und wie anders klingt da das Wort Seniorenstudium? Und es handelt sich dabei eben nicht um einen Studiengang zur wissenschaftlichen Untersuchung der Lebensverhältnisse älterer Menschen in unserer Gesellschaft. Nein, es ist eine konkrete Maßnahme zur Integration dieser Bevölkerungsgruppe in einen aktiven, innovativen und kreativen Teilbereich unserer Gesellschaft, nämlich der Universität. Und der trierische Volksfreund Professor Dr. Jäkel hat es eben auch angesprochen, widmete ja dem Thema diese Woche eine ganze Seite und ein Artikel lautete, wenn der Dozent der Jüngste im Saal ist. Und die FAZ titelte vor kurzem Doktorarbeit mit 90. Wir feiern heute, meine Damen und Herren, gemeinsam das 30-jährige Jubiläum des Seniorenstudiums der Universität Trier und ich darf Ihnen zunächst die herzliche Gratulation und Anerkennung von Staatsministerin Doris Ahnen übermitteln. Mit dem Seniorenstudium gelingt der Universität Trier und auch anderen Hochschulen in Deutschland ein bemerkenswerter Spagat zu dem eigentlichen Bildungsauftrag der Universität, der sich ja primär an Ausbildung, Forschung und Nachwuchsförderung orientieren muss, gesellt sich die Bereitschaft, allen Lernwilligen ein Angebot zu unterbreiten. Dabei sind es gerade die Älteren, die Senioren, die zum einen die notwendige Zeit für ein solches Studium haben, die zum anderen auch ein hohes Interesse an universitären Bildungsinhalten mitbringen. Auch das haben wir ja schon gehört. Oftmals sind es ja Menschen,
den in den 40er und 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein höherer Bildungsabschluss versagt worden ist. Vielleicht, weil im Elternhaus das notwendige Geld fehlte, weil sie auf dem Land groß geworden sind oder, und hier denke ich besonders an die Frauen, weil damals ein Studium unüblich oder schlicht nicht möglich war. Dieser Zielgruppe kann nun seit vielen Jahren hier an der Universität ein Angebot gemacht werden, um sich fortzubilden, um Informationen und Kenntnisse zu erhalten, die ihr bislang eben vorenthalten waren, oder auch um ein langes, gepflegtes Interessengebiet ganz einfach vertiefen zu können. Neben diesem Ziel eines lebenslangen Lernens, der Begriff ist ja schon erwähnt worden, sind weitere Aspekte sehr wichtig, von denen ich drei ganz besonders herausheben möchte, ohne dabei jedoch eine Reihenfolge festlegen zu wollen. Ich glaube, es ist erstens ein hohes Ziel, im Alter eben geistig fit und rege zu sein und sich weiterhin aktiv an gesellschaftlichen Diskussionen beteiligen zu können, eben mitreden zu wollen. Dazu trägt ein Studium sicherlich in hohem Maße bei, zumal es nicht nur wie bei Studierenden um Notendurchschnitte, um das notwendige Bestehen von Klausuren und Examina oder schlicht und ergreifend um die berufliche Zukunft geht. Die Muße des Studierens, die Älteren unter uns auch zum Teil noch aus ihrem Studium kennen, kann hier vollumfänglich ausgenutzt werden. Zweitens ist neben dem geistigen Anspruch natürlich auch ein sozialer Aspekt zu bedenken. Seniorinnen und Senioren sind an der Universität eben keine Einzelkämpfer. Sie finden den Kontakt mit ihresgleichen, es entwickeln sich Freundschaften und soziale Kontakte. Mir wurde schon von einer älteren Dame berichtet, die nach langer Sommerpause mit Sehnsucht auf den Wiederbeginn der Vorlesungen im Herbst wartete. Also ist doch schön. Und drittens bringen die Senioren noch etwas Wichtiges mit an die Universität. Und das ist ihre Lebenserfahrung. Sie können den jüngeren Studierenden Hinweise und Tipps geben, die deren Studium und Lebenswelt eben bereichern. Und dazu ist es auch wichtig, dass der gegenseitige Respekt, und das hat eben auch Professor Jäkel angesprochen, der gegenseitige Respekt eben erhalten bleibt und auch das gegenseitige Ernstnehmen der jeweils individuellen Lebenssituation beachtet wird. Meine Damen und Herren, die Universität hat sich geändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Sie hat sich geöffnet für neue Personengruppen. Das ist gut so. Und heute feiern wir das 30-jährige Jubiläum des Seniorenstudiums. Ich möchte gerade heute nicht unerwähnt lassen, dass die Universität ja auch am anderen Ende der Alterspyramide eine wertvolle Arbeit macht. Ich meine natürlich das Angebot der Kinderuni, das mich wirklich jedes Jahr fasziniert und mich zum Teil auch neidisch macht, weil ich denke, da würde ich ja auch gerne mal mitmachen. Ich wünsche dem Projekt des Seniorenstudiums noch eine lange Lebensdauer. Und wenn ich bedenke, wie die Altersstruktur unseres Landes aussieht, dann habe ich überhaupt keine Sorge, dass die Nachfrage nach universitären Angeboten in diesem Bereich eher steigen als zurückgehen wird. Und meine Damen und Herren, ich bin 50 Jahre alt. In 15 Jahren werde ich hoffentlich selbst dabei sein. Vielen Dank. Ja, wir kommen jetzt zum fachlichen Teil sozusagen, und ich freue mich ganz besonders, jetzt den Vortrag von Helmut Vogt
ankündigen zu können. Ich will noch kurz eine Überleitung versuchen. Also, ich habe ja schon von der BAKWIWA gesprochen, der Bundesarbeitsgemeinschaft für wissenschaftliche Weiterbildung Älterer. Das ist eine Sektion, eben, wo die Einrichtungen zusammenarbeiten, die im Seniorenstudium oder wie es woanders heißt, Universität des dritten Lebensalters und so weiter, zusammenarbeiten. Das ist eine Sektion der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudien. Und diese Sektion hieß also früher Arbeitsgemeinschaft Universitäre Erwachsenenbildung, glaube ich. Die Uni Trier war also sowohl in der BAKWIWA schon von Anfang an, also unter meinen Vorgängern quasi, präsent und auch aktiv. Es hat auch eine Tagung schon der DGWF, glaube ich, hier in Trier gegeben, als das noch unter der Leitung von Frau Margarete van Oort lief. Und Petra Hank war, glaube ich, damals aktiv. Auf jeden Fall war da schon aktiv Helmut Vogt. Er ist also seit unendlichen Zeiten in diesem Verband auch aktiv und war lange Zeit, glaube ich, auch Vorsitzender. Immer noch im Vorstand natürlich, ist seit unendlichen Zeiten an der Universität Hamburg eben der Leiter der dortigen Einrichtungen für Erwachsenenbildung, Arbeitsstelle für wissenschaftliche Weiterbildung, ist unheimlich viel unterwegs, international gefragt, kann man sagen, natürlich auch national, also aber national und international. Ich freue mich unheimlich, dass wir ihn also gewinnen konnten, hier nach Trier auch zu unserer Feier zu kommen, und würde ihn jetzt einfach bitten, das Mikrofon zu übernehmen, wenn ich was vergessen habe von den vielen Funktionen, die er wahrnimmt. Da steht alles auf der Internetseite in Hamburg. Genau. Ja, sehr geehrter Herr Präsident Jeckel, sehr geehrte Frau Präsidentin Barzen, lieber Michael Hevera, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Seniorenstudierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei so einer Gelegenheit ist es natürlich das Erste, was man macht. Man spricht Glückwünsche aus. Ich spreche Glückwünsche aus, und ich habe mir lange überlegt, mit welchem Wunsch ich das verbinden sollte. Und ich bin dann darauf gekommen, mit dem Wunsch zu verbinden, dass das Trierer Seniorenstudium mindestens so lange existieren und sich weiterentwickeln möge, bis es selbst in den Ruhestand geraten wird. Da, wobei die Betonung auf mindestens liegt. Um das kurz aufzuklären, was Michael Hevera gesagt hat, ich bin seit 1983 Leiter der Arbeitsstelle für wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Hamburg. Wir in Hamburg lieben ja das Understatement. Woanders heißen diese Einrichtungen zentrale Einrichtung oder Zentrum, bei uns heißt das bescheiden Arbeitsstelle. Und ich bin seit 1994 im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium. 14 Jahre lang in der Zeit, seitdem war ich stellvertretender Vorsitzender. Seit 2 Jahren gehöre ich dem Vorstand noch an, und wir werden in diesem Jahr die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium in Hamburg haben. Sie sind alle herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Auf unseren Internetseiten finden Sie die Zugangsdaten. Vielleicht schafft es ja der eine oder die andere. Und dann findet auch wieder eine Mitgliederversammlung statt, auf der Wahlen durchgeführt werden. Dann werde ich nach 20 Jahren nicht wieder kandidieren. Das Motto ist dann, nun sollen mal die Jungen ran. Mein Vortrag, meine Damen und Herren, umfasst Ausführungen zu 3 Überschriften. Erstens, Seniorenstudium in Deutschland. Was verbirgt sich dahinter? Welche Realität finden wir vor? Zweitens, Bologna-Prozess und lebenslanges Lernen. Was hat das mit dem Seniorenstudium zu tun? Und drittens, welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Gesagten für eine systemgerechte Verankerung des Seniorenstudiums innerhalb der Universität? Dabei möchte ich vornehmlich auf unsere Lösung in Hamburg rekurrieren. Das ist sicherlich nicht die einzig mögliche, aber eine durchaus vorzeigbare, wie ich finde. Sie können sich ja am Ende meines Vortrags dann selber ein Urteil bilden. Schauen wir uns zunächst einmal an, was sich hinter dem Begriff Seniorenstudium verbirgt. Michael Hevera hat es schon gerade erwähnt, der Ausdruck wird nicht
ubiquitär verwendet. Wir finden auch andere Bezeichnungen, zum Beispiel Universität des dritten Lebensalters, so wird das in Frankfurt am Main genannt, oder bei uns in Hamburg Kontaktstudium für ältere Erwachsene oder auch Studium im Alter an der Universität Münster. Das sind nur einige Alternativen. Ich nehme im Folgenden konsequent den Begriff Seniorenstudium und meine damit aber auch immer die anderen begrifflichen Lösungen. Was das Angebot anbetrifft, so können wir im Wesentlichen zwei Formate unterscheiden. Erstens die geöffneten Lehrveranstaltungen der Fachbereiche und Fakultäten. In diesem Zusammenhang spricht man auch von Sekundärnutzung oder auch vom Integrationsmodell, weil die Senioren integriert werden in das Angebot. Ich erspare mir an dieser Stelle einen Exkurs auf die Auswirkungen des Bologna-Prozesses auf dieses Format. Das hatte nämlich eine ganze Reihe von Implikationen, aber darüber können wir vielleicht hinterher nochmal reden. Das zweite Format sind die besonderen Veranstaltungen für die Zielgruppe. In diesem Fall spricht man auch vom Segregationsmodell. Wir finden beim Segregationsmodell eine Reihe von Unterarten vor. Das Spektrum reicht von selbstorganisierten Veranstaltungen unter dem Dach der Universität über Exkursionen, wissenschaftliche Studienreisen bis hin zu curricular gestalteten kleinen Studiengängen. Das, was Sie vorhin als Perspektive für Trier ja schon entworfen hatten, Herr Präsident, die können durchaus mehrsemestrig sein und enden in der Regel mit einem Zertifikat. Diese kleinen Studiengänge sind zum Teil auch so aufgebaut, dass sie für eine nachberufliche Tätigkeit qualifizieren. Berühmtestes Beispiel dafür ist das Modell BANA an der Technischen Universität Berlin. Häufig umfasst das konkrete Angebot des Seniorenstudiums einer bestimmten Universität eine Kombination unterschiedlicher Formate. So ist es auch hier in Trier. Das Hochschulwesen, meine Damen und Herren, gehört zu den mit am besten, vielleicht sogar am besten durch Forschung durchleuchteten Sektoren des Bildungswesens in Deutschland. Das gilt leider nicht für den Teilsektor Seniorenstudium. Die letzte Totalerhebung zur Ist-Situation von Studienangeboten für Ältere an deutschen Hochschulen stammt von Felicitas Sagemiel, die auch lange Zeit in der schon erwähnten BAC Viva aktiv war. Die Ergebnisse wurden 2009 veröffentlicht. Die Forschungsmittel kamen übrigens von der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium. Aus dieser Untersuchung wissen wir, dass zum Zeitpunkt der Datenerhebung 53 Institutionen es in Deutschland für das Seniorenstudium gab. Welches waren denn nun die Themen, die hauptsächlich nachgefragt wurden oder auch immer noch werden? Man kann ganz allgemein sagen, dass die Seniorenstudierenden sich in erster Linie mit Fragen auseinandersetzen möchten, die sie schon immer interessiert haben. Nur fehlte in der beruflichen und familiären Phase des Lebens häufig die Zeit mit der Beschäftigung damit. Entsprechend stehen Fächer, die in einem weiteren Verständnis sich mit Sinnfragen auseinandersetzen, ganz hoch im Kurs, also Philosophie und Theologie. Mindestens ebenso beliebt sind Fächer, die zum allgemeinen Weltverständnis, zum Verständnis des Menschen und seiner Gesellschaft beitragen, also Geschichte, Politikwissenschaft, Soziologie, Pädagogik und Psychologie. Und schließlich die dritte Fächergruppe, die stark nachgefragt wird, sind die Kulturwissenschaften, also Kunstgeschichte, Musikwissenschaft und Literaturwissenschaft. Alle anderen Fächer des universitären Spektrums spielen demgegenüber eine eher untergeordnete Rolle, wenngleich auch teils mit unterschiedlichen regionalen Ausprägungen selbst die natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächer im Seniorenstudium vorkommen. Vor diesem Hintergrund mag es kaum verwundern,
Und damit komme ich zur Frage, welches die Institutionen sind, die ein Seniorenstudium anbieten, das insbesondere Universitäten mit einem klassischen Fächerspektrum zu den Anbietern des Seniorenstudiums gehören und Fachhochschulen die große Ausnahme darstellen. Von den erwähnten 53 Institutionen gehören zur Hochschulart Fachhochschule eine einzige. In drei Fällen wurden eigene Rechtspersonen gegründet, so zum Beispiel an der Universität Frankfurt, die das mit der Universität des dritten Lebensalters die Form eines eingetragenen Vereines erwählt hat. Ich erspare mir an dieser Stelle eine Bewertung der wenigen abweichenden Organisationsformen. Sie lassen sich mindestens in zwei der drei Fälle mit dem erklären, was ich einmal das Grundproblem des Seniorenstudiums in Deutschland bezeichnen möchte. Man wird hingenommen, aber nicht geliebt. Und wenn es hart auf hart kommt, zieht das Seniorenstudium in aller Regel den Kürzeren. Und ich rede jetzt nicht von Festveranstaltungen, sondern vom Alltag des Seniorenstudiums. Meine These ist nun, wenn es gelingt, das Seniorenstudium als Teil des Bologna-Prozesses an den Universitäten zu verankern, müsste sich das ändern. Vielleicht nicht von heute auf morgen, denn es liegen da noch einige Stolpersteine im Weg, aber doch auf lange Sicht. Der Bologna-Prozess nämlich weist den Universitäten in Europa die Perspektive zu, Hochschulen lebenslangen Lernens zu werden. Und da das Leben auch den nachberuflichen und nachfamiliären Abschnitt umfasst, sind die Senioren zwangsläufig dabei. Lassen Sie mich zunächst kurz die Entwicklung des Paradigmas lebenslanges Lernen beleuchten. Dieser Begriff ist im Verlauf seiner Entwicklung zu einem all-encompassing Concept geworden, also zu einem allumfassenden Konzept, wie Schuller, Schütze und Eistens bereits 2002 in der Publikation From Recurrent Education to the Knowledge Society feststellen konnten. Der Begriff lebenslanges Lernen tauchte zuerst Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts auf und wurde maßgeblich durch Konzepte und Entwürfe internationaler Organisationen hervor und vorangebracht. Ich beschränke mich auf die drei großen Schriften, die in diesem Zusammenhang immer wieder genannt werden. Man kann sie auch als die Meilensteine in der Entwicklung von Konzepten und Ansätzen lebenslangen Lernens betrachten. Der Europarat kam 1970 mit einer Schrift unter dem Titel Permanent Education heraus. Dieser Begriff markiert den Beginn des Diskurses über lebenslanges Lernen in Europa und darüber hinaus. Man kann die wesentlichen Aussagen wie folgt zusammenfassen. Erziehung und Bildung sind kontinuierliche Prozesse und vollziehen sich lebensbegleitend. Erziehung und Bildung sind permanente Prozesse der Entwicklung des Wissens, der Kenntnisse und Fertigkeiten sowie der sozialen Kompetenzen. Hier wird also über den engen Begriff der reinen Wissensvermittlung hinausgegangen. Und schließlich der dritte Punkt, die Akkumulierung von Wissen und Fertigkeiten ist nur dann bedeutungsvoll, wenn sie verbunden wird mit Erfahrung, wenn Leistung eine Rolle spielt und wenn sie auf Praxis bezogen wird. Das ist also der Praxisbezug, der vom Europarat ganz deutlich in den Vordergrund gestellt werden wird. Dem Europarat folgte 1972 die UNESCO mit einem Report unter dem Titel Learning to be the World of Education Today and Tomorrow. Dieser Begriff wurde auch nach dem Leiter der Kommission, die ihn erarbeitet hat, Edgar Faure Report genannt, ein französischer früherer Minister. Die Schlüsselaussage von Learning to Be war die Forderung nach lebenslangen Bildungschancen für jedes Individuum. Ziel sollte das wohlinformierte Mitglied der Gesellschaft sein, das die Welt versteht und in der Lage ist, an den politischen Entscheidungsprozessen in seiner Gesellschaft teilzuhaben.
Learning to Be stellte sehr stark das Individuum und seine Entwicklung in den Mittelpunkt und unterschied sich damit von dem dritten Papier, das an der Wiege der Diskussion um lebenslanges Lernen stand, in dem 1973 publizierten Papier, der unter dem Titel Recurrent Education, a Strategy for Lifelong Learning, wurde die Idee der rekurrenten, der periodisch wiederkehrenden Bildung propagiert. Zeiten der Arbeit sollten sich mit Zeiten der Bildung im Leben ablösen. Der Bezugspunkt von Recurrent Education war in erster Linie der Arbeitsmarkt und seine Herausforderung. Das stellt dann auch den wesentlichen Unterschied zu Learning to Be dar. Sie werden festgestellt haben, dass in jener Frühphase der Konzepte zum lebenslangen Lernen die Terminologie noch keineswegs einheitlich war. Es wurde neben Lifelong Learning von Permanent Education und von Recurrent Education gesprochen. Später gab es im deutschsprachigen Raum auch noch den Begriff lebensbegleitendes Lernen. Letztlich setzte sich der Begriff lebenslanges Lernen durch und wurde zu dem schon vorher erwähnten allumfassenden Konzept. Was hat das nun alles mit dem Bologna-Prozess zu tun? Werfen wir einen kurzen Blick auf die Entwicklung dieses für die europäischen und damit auch für die deutschen Hochschulen so bedeutsamen Reformgeschehens. Der Bologna-Prozess nahm seinen Ausgang 1999. Wir hatten gerade 15 Jahre Bologna, verschiedene Festveranstaltungen und auch immer noch viel Kritik. 1999, als 31 europäische Bildungsminister aus 29 europäischen Staaten, zwei waren aus Deutschland und zwei aus Belgien, die politischen Hintergründe sind Ihnen klar, die Bologna-Erklärung unterzeichneten, deren erstes und vorrangiges Ziel darin bestand, bis zum Jahre 2010 einen einheitlichen europäischen Hochschulraum zu errichten. Sie kennen die Teilziele des einheitlichen Hochschulraums, ich erwähne sie kurz, Schaffung eines dreistufigen Studienabschlusssystems, Führung eines Leistungspunktesystems, Förderung der Mobilität, um nur die wichtigsten zu nennen. Ich werde aber an dieser Stelle nicht weiter in die Tiefe gehen, denn das wäre für unseren Zusammenhang nicht zielführend. Wir wenden unseren Blick auf die sogenannten Bologna-Nachfolgekonferenzen. Deren Ergebnisse sind für uns wesentlich wichtiger als die Bologna-Deklaration selbst. Es gab von 2001 bis 2012 insgesamt 7 dieser Nachfolgekonferenzen. Im Kommuniqué der ersten Bologna-Nachfolgekonferenz von 2001 in Prag lesen wir unter der Überschrift lebensbegleitendes Lernen bzw. lebenslanges Lernen. Wie gesagt, ging das da mit den Begrifflichkeiten noch etwas durcheinander. Ich zitiere: Lebensbegleitendes Lernen ist ein wichtiges Element des europäischen Hochschulraums in einem zukünftigen Europa, das sich auf eine wissensbasierte Gesellschaft und Wirtschaft stützt, sind Strategien für das lebensbegleitende Lernen notwendig, um den Herausforderungen des Wettbewerbs und der Nutzung neuer Technologien gerecht zu werden und um soziale Kohäsion, Chancengleichheit und Lebensqualität zu verbessern. Zitat zu Ende. Damit wird erstmals lebenslanges Lernen als Ziel für die Hochschulen in Europa definiert. Die so eingeleitete programmatische Entwicklung wird von den zuständigen Ministern im Kommuniqué der Berliner Nachfolgekonferenz von 2003 noch verstärkt. Dort lesen wir unter der Überschrift lebenslanges Lernen, Zitat, die Ministerinnen und Minister unterstreichen den bedeutenden Beitrag der Hochschulbildung für die Verwirklichung des lebenslangen Lernens. Sie unternehmen Schritte zur Anpassung ihrer nationalen Politiken,
ist ein Wort, was ich irgendwie wahrscheinlich aus dem Englischen übersetzt worden ist. Wir kennen es eigentlich im Deutschen nicht. Also zur Anpassung ihrer nationalen Politiken, um dieses Ziel zu erreichen. Und sie fordern alle Hochschulen sowie alle Betroffenen auf, die Möglichkeiten für lebenslanges Lernen auf Hochschulebene einschließlich der Anerkennung früher erworbener Kenntnisse zu verbessern. Sie betonen, dass derartige Maßnahmen wesentlicher Bestandteil der Tätigkeiten von Hochschulen sein müssen. Ich wiederhole, dass derartige Maßnahmen wesentlicher Bestandteil der Tätigkeiten von Hochschulen sein müssen. Deutlicher kann man es in einem Kompromisspapier, was solche Verlautbarungen ja immer sind, kaum sagen. Was nun derartige Maßnahmen sein könnten, hat die European University Association, das ist eine Art europäischer Hochschulrektorenkonferenz, in ihrer European Universities Charter on Lifelong Learning niedergelegt, die im Jahre 2008 veröffentlicht worden ist. In jeweils 10 Forderungen an die Universitäten in Europa und an die Hochschulpolitik wird umrissen, was erforderlich ist, damit die Hochschulen sich zu Universitäten des lebenslangen Lernens weiterentwickeln. Ich will nur eine Forderung an die Adresse der Universitäten nennen, nämlich die für unseren Zusammenhang von Bedeutung ist. Es ist gleich die zweite. Unter der Überschrift Providing Education and Learning to a Diversified Student Population lesen wir: European universities will respond positively to the increasing diverse demand from a broad spectrum of students, including post-secondary students, adult learners, professionals who seek to upgrade their skills in the workplace, und nun kommt's, senior citizens taking advantage of their increasing longevity to pursue cultural interests and others. Zitat zu Ende. Halten wir fest, in der European Universities Charter on Lifelong Learning von 2008 wird erstmals in aller Deutlichkeit gesagt, dass die Universitäten in Europa unter dem Gesichtspunkt lebenslangen Lernens, dass den Universitäten die Aufgabe zukommt, diversifizierte Studierendengruppen mit Bildung zu versorgen und dass Senioren zu den neuen Studierendengruppen gehören, an die dabei gedacht werden muss. Der Terminus Diversified Student Population wird bei uns auch unter dem Stichwort neue Zielgruppen diskutiert. Im ersten Zugriff geht es dabei eigentlich immer um berufstätige Studierende auf der einen Seite und um Studierende mit einer nicht traditionellen Hochschulzugangsberechtigung, also um Studierende, die sich beruflich für ein Studium qualifiziert haben. Maria Slowey und Hans Schütze, Maria Slowey Dublin und Hans Schütze Vancouver, haben in ihrem 2012 veröffentlichten Sammelband Global Perspective on Higher Education and Lifelong Learners den Versuch unternommen, die Frage der neuen Zielgruppen einmal genauer zu betrachten. Sie sind dabei auf 7 nicht traditionelle Zielgruppen gekommen. Auch hier beschränke ich mich auf eine, nämlich als 7. neue Zielgruppe der Hochschulen nennen die Autoren Learners in Later Life. Dabei handelt es sich also um Studierende, Teilnehmende im 3. Lebensalter, denen, so Slowey und Schütze, aus demografischer Sicht, auch das wurde schon erwähnt, eine beständig zunehmende Bedeutung für die Hochschulen zukommt. Der Kreis ist damit geschlossen. Im Kontext des Bologna-Prozesses, der den Universitäten in Europa eine Perspektive als Hochschulen lebenslangen Lernens zuweist, ist das Seniorenstudium nicht mehr ein additives Angebot, das von universitären Enthusiasten aufgebaut und aufrechterhalten wird und nach und dem Motto nice to have folgt. Nein, im Kontext des Bologna-Prozesses zählt das Seniorenstudium zu den integralen Bestandteilen der Angebotspalette einer Hochschule, die sich zunehmend zu einer
einer Hochschule lebenslangen Lernens entwickelt. Ich komme damit zu meinem letzten Kapitel. Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Gesagten für eine systemgerechte Verankerung des Seniorenstudiums innerhalb der Universität? Ich hatte ja eingangs bereits gesagt, dass ich mich dabei im Wesentlichen auf die Lösungen beziehen möchte, die wir in Hamburg gefunden haben. Hochschulen in Deutschland sind sich selbst verwaltende Einrichtungen. Das heißt, dass die Gruppen, die zum Gesamtergebnis des Systems beitragen, ein mehr oder weniger ausgeprägtes Recht haben, die Angelegenheiten, die sich um die Kernaufgaben Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung drehen und von denen sie selbst betroffen sind, mitzubestimmen. Wenn aber das Seniorenstudium nicht mehr nur ein additives Element, sondern einen integralen Bestandteil der Aufgabe Studium und Weiterbildung darstellt, ist es angemessen, darüber nachzudenken, wie die Seniorenstudierenden in die Selbstverwaltung eingebunden werden können. Dabei sollte eine mögliche Interessenvertretung nicht nur ein unverbindliches Beratungsgremium sein. Vielmehr braucht es eine formale Absicherung, die sich am System der verfassten Studierendenschaft orientiert. Das war jetzt alles sehr abstrakt. Was haben wir in Hamburg getan, um dem Ziel einer verfassten Seniorenstudierendenschaft näher zu kommen? Ich spreche ganz bewusst von näher kommen. Erreicht haben wir eine verfasste Seniorenstudierendenschaft noch nicht. Vielleicht ist es aber dafür auch zu früh. Ich erwähnte ja bereits, dass es noch einige Stolpersteine auf dem Weg dorthin gibt. Im Jahre 2006 hat die Universität Hamburg eine Grundordnung verabschiedet, in der unter anderem auch Fragen der Mitgliedschaft, die über das Hamburgische Hochschulgesetz hinausgehen, geregelt werden. In der Grundordnung unterscheiden wir zwischen Mitgliedern und Angehörigen der Universität. Bei den Mitgliedern handelt es sich um die hergebrachten Gruppen. Bei den Angehörigen geht es um, Zitat, Mitglieder der Universität ohne aktives und passives Wahlrecht. In der Auflistung der Angehörigen der Universität finden Sie unter Zehntens, Zitat, Weiterbildungsstudierende und Studierende im Kontaktstudium. Und Sie erinnern sich, dass das Seniorenstudium bei uns Kontaktstudium für ältere Erwachsene heißt. Das wäre nun noch nicht viel, denn wir hatten ja zuvor gehört, dass die Angehörigen Mitglieder der Universität ohne aktives und passives Wahlrecht sind. Deshalb findet man in § 3 der Grundordnung unter der Überschrift Rechte und Pflichten der Mitglieder den Absatz 4, der da lautet: Weiterbildungsstudierende und Studierende im Kontaktstudium sind berechtigt, an der Selbstverwaltung ihrer Studiengänge mitzuwirken. Mit diesen beiden Passagen in der Grundordnung der Universität Hamburg haben wir die Grundlage für eine konkrete Ausgestaltung der Selbstverwaltung der Seniorenstudierendenschaft geschaffen. Auf dieser Basis wurde von uns eine Ordnung für die Interessenvertretung der Studierenden im Kontaktstudium für ältere Erwachsene der Universität Hamburg entwickelt und in den Akademischen Senat eingebracht. Nach einigem Hin und Her verabschiedete der Senat die Ordnung im April 2009. Was ist da nun geregelt? Ich nenne hier nur die wichtigsten Punkte. Welches sind die Organe der Selbstverwaltung? Wir unterscheiden da zwischen Vollversammlung und Sprecherrat. Welche sind die Aufgaben der Organe? Wie setzt sich der Sprecherrat zusammen und wie wird der Sprecherrat gewählt? Außerdem ist gesagt, dass es eine mutuale Informationspflicht gibt. Das heißt, dass das Präsidium der Universität und der Sprecherrat sich wechselseitig über Angelegenheiten, die das Kontaktstudium für ältere Erwachsene betreffen, informieren. Und schließlich braucht so eine Interessenvertretung wie der Sprecherrat immer auch eine geschäftsführungsbezogene Unterstützung. Die wird ihm nach Maßgabe der Ordnung durch meine Einrichtung gewährt. Soweit ein kurzer Abriss dieser Ordnung. Lassen Sie mich mit zwei Anmerkungen schließen. Was ist uns nicht gelungen und wie sind unsere Erfahrungen mit dem Sprecherrat? Was ist uns nicht gelungen? Eine Interessenvertretung braucht immer auch ein wenig Geld.
Wir hatten vor dem Sprecherrat 50 Cent oder einen Euro von jeder Gebühr zur Verfügung stellen, die wir beim Kontaktstudium erheben. Das wurde uns von unserem Rechtsreferat aus rechtlichen Gründen nicht genehmigt. Wir sollten doch einen Förderverein gründen, sagte man. Den gab es aber schon längst. Der hat bei uns übrigens auch die Aufgabe, finanziell bedürftigen Kontaktstudierenden Zuschüsse zur Gebühr für das Kontaktstudium zu gewähren, was auch in bis zu 20 Fällen pro Semester geschieht. Was sind nun unsere Erfahrungen mit der verfassten Interessenvertretung? Um es kurz zu sagen, grundsätzlich positiv. Allerdings wollen die Mitglieder des Sprecherrates auch ernst genommen werden. Das heißt, sie fordern ihr Recht ein, informiert und angehört zu werden. So haben wir kürzlich den Netzauftritt unserer Einrichtung recht grundlegend überarbeitet. Dabei wurde schlicht und einfach vergessen, in die Überarbeitung der Seiten, die das Seniorenstudium betreffen, den Sprecherrat frühzeitig einzubeziehen. Das ist uns, wie ich nachträglich sagen muss, durchaus zu Recht von der Interessenvertretung vorgehalten worden. Als positives Beispiel für das Wirken des Sprecherrates nenne ich unsere kürzliche Diskussion über eine geplante Gebührenerhöhung beim Kontaktstudium. Dieses Thema kostete beide Seiten mehrere Wochen intensiver Auseinandersetzung, und zwar sowohl in schriftlicher Form als auch in Form gemeinsamer Treffen. Am Ende ist eine Lösung herausgekommen, die unser Sprecherrat zwar nach wie vor die nicht begeistert, die wir aber jeder in seinen Zusammenhängen vertreten können. Lassen Sie mich abschließend noch einmal betonen, der Weg, den wir in Hamburg beschreiten, um unser Seniorenstudium in Richtung eines integralen Bestandteils des Angebotsspektrums unserer Universität weiterzuentwickeln, ist sicherlich nicht der einzig mögliche, aber doch ein bisher erfolgreicher und vorzeigbarer. Ich wünsche dem Trierer Seniorenstudium, dass es gelegen möge, vielleicht auch auf dem Hintergrund dieser Veranstaltung, die nächsten Schritte der Bologna-gerechten Verankerung innerhalb der Universität erfolgreich zu vollziehen. Wenn ich es recht verstanden habe, ist eine, Zitat aus der Festschrift, Klärung und Festschreibung des Status der Seniorenstudierenden mit dem Ziel einer klaren Rechtsstellung und der daraus resultierenden Repräsentation und Mitwirkung in den relevanten Unigremien eines der Ziele, die sich das hiesige Sprecherteam des Seniorenstudiums auf die Fahnen geschrieben hat. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Helmut Vogt. Also Sie haben vielleicht verstanden, warum bei uns immer von dem Hamburger Modell die Rede ist. Und das gerade angesprochene, die Verbesserung des Status, die gerade angesprochene Frage, ist ja bei uns sozusagen in einem Projekt verankert, was auch der Präsident angeregt hat und wozu er eingerufen hat, die Vision 2015. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, aber nicht mehr allzu viel. Ja. Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, eine zweite Anmerkung nochmal zu dem Vortrag. Vielleicht war es mein eigener Fehler, vielleicht auch nicht. Die Kontaktstudierenden in Hamburg sind keine, so wie es bei uns in der Presse stand, sogenannten Kontaktstudierenden, sondern das sind richtige Studierende sozusagen. Ich freue mich jetzt auf Frau Brohm. Wir sind aber noch gut in der Zeit, Frau Brohm. Sie brauchen sich nicht eilen oder sonst was. Ich stelle Sie auch nicht größer vor. Sie sind, glaube ich, schon allgemein bekannt hier in der Region allemal als Bildungsexpertin und in Sachen positiver Psychologie auch unterwegs, gerade im Schulbereich, hier aus unserer Pädagogik, die nicht mehr Pädagogik heißt, sondern Erziehungs- und Bildungswissenschaft oder andersherum. Das habe ich jetzt nicht mehr ganz mal. Ich freue mich auf Ihren Vortrag und übergebe Ihnen das Mikrofon. Ich fange mal etwas anders an. Liebe Studierende, sehr geehrte Damen und Herren, wer von Ihnen ist denn Studierende hier im Seniorenstudiengang hier oder in Kiel oder in Hamburg? Ja, einige. Herzlich willkommen, wenn Sie von außerhalb kommen natürlich. Ich
möchte Ihnen zunächst mal ganz kurz was zeigen. Die Idee des Lebens, schreibt der englische Anthroposoph und Humanist Ashley Montague, die Idee des Lebens ist es, jung zu sterben. Aber da ist der Satz nicht zu Ende. Die Idee des Lebens ist es, jung zu sterben, und zwar so spät wie möglich. Ja. Genau, so spät wie möglich. Und die Frage ist natürlich, wie? Wie schaffen wir das, spät zu sterben? Dazu möchte ich Ihnen eine ganz aktuelle Studie mal kurz zeigen. Eine Studie an jungen katholischen Nonnen. Und zwar sollten diese jungen katholischen Nonnen ihre persönliche Lebensgeschichte aufschreiben, in dem Moment, als sie ins Kloster eingetreten sind. Und das übergeben an die Äbtissin. Und zwar sollten sie sich introspektiv, also mit sich selbst befassen, einige Wochen lang. Und dann sollten sie aufschreiben, wie war mein Leben bisher? Wie war meine Beziehung zu meinen Eltern, zu meinen Geschwistern? Wie war meine Beziehung in der Schule zu meinen Freunden, meine Entscheidungen und so weiter? Und es waren sehr viele katholische Nonnen, die diese Geschichten aufgeschrieben haben. Die Stichprobengröße liegt weit über 350. Und das war in den USA in den 30er Jahren. 1930 begannen diese Klöster mit dieser Methode. 2001 kamen Forscher auf eine geniale Idee der Kentucky University. Und zwar verglichen sie, wie diese Nonnen damals ihr Leben beschrieben haben, mit der Länge des Lebens. Ja, wie lange haben diese Nonnen gelebt? Leben sie immer noch? Was ist daraus geworden? Und haben dann die Forschung begonnen. Und das ist hochinteressant, das Ergebnis. Nämlich die Nonnen, welche viele positive Emotionen geschildert hatten, also die höchste Gruppe, die statistisch höchste Gruppe, die hatten im Schnitt eine längere Lebenserwartung. Und was meinen Sie, um wie viele Jahre länger als die niedrigste Gruppe? 5? 10? Boah, Sie sind Optimisten. Stimmt, genau. Eine 10 Jahre höhere Lebenserwartung als die Nonnen der niedrigsten Gruppe. Was bedeutet das jetzt für uns auf dem Weg ins Alter? Dass ganz klar, und das haben wir in vielen anderen empirischen Studien auch, dass ganz klar kardiovaskuläre Effekte gibt, also den Kreislauf betreffend Blutdruck, ich bin keine Ärztin, aber Blutdruck, Kreislauf, Herzschlag, betreffende positive Effekte in hoher Korrelation mit starken Effekten stärken zu positiven Emotionen. Positive Emotionen wirken heilsam auf den Blutdruck und andere Herzprobleme, und zwar, weil positive Emotionen den sogenannten Undo-Effekt auslösen. Wenn man etwas Negatives erlebt hat und danach eine positive Emotion hat, dann löscht diese positive Emotion ziemlich zügig die negative aus. Ja, es gibt ganz spannende empirische Studien dazu, wo man Menschen in verschiedene Gemütslagen bringt und diese positive Emotion bleibt immer die dominantere. Negatives hingegen konserviert Negatives. Negatives bleibt konstant negativ. Ja, Positives aber neutralisiert Negatives. Ich komme zu meinem Zwischenfazit schon jetzt, von Zwischenfazit des Vorworts sozusagen. Was können wir also tun, um es ganz pauschal zu sagen, positive Gefühle, langes Leben. Also in diesem Sinne wünsche ich uns allen ganz viele positive Gefühle, wie eben Hoffnung. Hoffnung ist eines der wichtigsten, empirisch nachgewiesen, wichtigsten positiven Gefühle. Dankbarkeit, Zuwendung, Geborgenheit, Liebe, Offenheit, Freude, all das. Wir sollten dafür sorgen, alt zu werden mit vielen guten Gefühlen. Zur Gliederung heute. Ich möchte zunächst kurz was sagen zum Stand der Dinge. Es ist ja schon viel angesprochen worden über den demografischen Wandel und so weiter. Studieren, dann möchte ich was sagen über Studieren, die Jungen habe ich das genannt und die Alten. Ich wollte zuerst schreiben die Älteren, aber die Älteren ist ja eigentlich die Steigerungsform. Alt, älter, am ältesten. Und deshalb habe ich die jüngsten Alten genommen, also die Alten. Ja? Ja. Keiner will, das ist ganz lustig, alle wollen nur älter sein, aber keiner will alt sein. Dabei ist alt eigentlich jünger als älter.
Wie Menschen wachsen, darüber möchte ich was sagen, und dann auf dem Weg in eine andere Moderne sowas entwickeln, wie so eine Zukunftsverortung, wie der Präsident ja auch angedacht hat in seiner Ansprache. Zum Stand der Dinge, der Stand der Dinge ist leicht erklärt, natürlich und Ihnen allen vertraut. 1910 hatten wir die Pyramidenstruktur der Gesellschaft, viele junge, wenig alte. 1960 bis heute ungefähr, ja, und noch einige Jahrzehnte, die Baumstruktur, also ein mittleres Alter, ja, in dem sich viele von uns befinden. Und ab 2050 wird unsere Gesellschaft aller Voraussicht nach eine Pilzstruktur haben, also viele alte Menschen oben und sehr wenige unten, es sei denn, es gelingt uns durch eine vernünftige und gescheite und öffnende Integrationspolitik natürlich, die Migranten angemessen in unser Bildungssystem und unser Gesellschaftssystem zu integrieren. In den 80er Jahren wurde der gesellschaftliche Wandel natürlich hymnisch gefeiert, aber man wollte eben forever young sein, Alphaville. Erinnern Sie sich an Alphaville, forever young, I want to be forever young und so. Das ist natürlich, heute wirkt das sehr skurril. Ja? Wir beschäftigen uns heute in Bezug auf den demografischen Wandel mit ganz anderen Fragen, nämlich Fragen zur Sozialpolitik, zur Arbeitsmarkt, zur pflegeperspektivischen Ausrichtung, zur Infrastruktur, und eben auch zu bildungsbezogenen Fragen im Wandel des Bevölkerungsstatus. Wie sollen wir damit umgehen? Ja? Ich nehme jetzt nur diesen letzten Aspekt raus, nämlich den bildungspolitischen. Wie sieht denn das Studium derzeit aus? Was passiert denn da? International haben wir es natürlich derzeit mit entgrenzten Märkten zu tun, mit entgrenzten Zugriffen der ehemaligen Nationalstaaten, entgrenzten Zugriffen auf einen Bildungsmarkt, der um die leistungsfähigen Gehirne kämpft, um die leistungsfähigsten Köpfe. Beispielsweise, wenn wir vor 10 Jahren die Bewerbung ohne Professur, da hatten wir fast nur Bewerbungen aus dem deutschsprachigen Raum. Heute, Herr Jirke wird das bestätigen können, haben wir internationale Bewerbungen. Es gibt fast keine Bewerbungssituation mehr für Professuren, wo nicht Bewerbungen aus den USA, Kanada, Frankreich, Belgien dabei sind. Ja. Das heißt, der Markt, der Bildungsmarkt ist entgrenzt und der Arbeitsmarkt dann natürlich auch im nicht-akademischen Bereich natürlich. Das alles setzt unter einen erhöhten Konkurrenzdruck. Zeit und Wissen sind die wesentlichsten Wettbewerbsvorteile unserer modernen Gesellschaften. Zeit und Wissen. Und das heißt eben für Kinder und Jugendliche, das heißt sogar schon in Kindergärten. Es gibt Kindergärten in den USA, die sich bereits nach Bildungsstandards ausrichten. Aber es heißt für die Kinder und Jugendlichen in deutschen Gesellschaften und eben auch für die Studierenden ganz simpel und schlicht, wer etwas werden will, muss schnell sein und schlau sein. Schnell und schlau müssen sie sein, die Kinder, Jugendlichen und die Studierenden, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Zukunft. Das ist der Wettbewerbsvorteil. Das alles steht natürlich im Kontext dann eines wachsenden Effektivitäts- und Effizienzdrucks. Menschen sollen effektiv und effizient sein und immer mehr. Und die Maßnahmen, die dazu eingeleitet werden in den Bildungssystemen, sind Schulleistungstests, PISA, die TIMSS-Studie, Akkreditierung von Studiengängen, Akkreditierung auch in Schulen, Schulinspektionen, Qualitätsmanagement, Bildungsstandards, Evaluation, Reakkreditierung, all das. Qualitätskommissionen, Stabsstellen für Qualität und so weiter. So, das heißt, wir haben es ganz deutlich zu tun mit einer Ausrichtung der Arbeitsprozesse auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes hinsichtlich Tempo und Wissen. Man könnte ja sagen, es ist ja nicht schlimm, dann sollen eben Menschen schneller und schlauer werden. Aber das Problem ist natürlich, wir haben es hier mit Implikationen zu tun, mit einer Kehrseite der Getriebenheit. Immer mehr stellt sich das, was Richard Sennett schon in den 90er Jahren als flexibler Mensch charakterisierte, als absolut richtig heraus. In seinem Essay damals hat er ja den Mensch beschrieben, der flexibel, der in eines einzigen Manager-Typs
ja, war Typus, der eben seine eigene Biografie fragmentiert, flexibel seinen Arbeitsstellen hinterherzieht, die sozialen Kontakte aufgibt, die Familien aufgibt, die Freundeskreise aufgibt, immer wieder neu anfängt und so weiter. Was Sennett damals als Essay gemeint hatte, ist inzwischen Realität. Wir können das, was ich jetzt hier aufführe, empirisch nachweisen. Wir haben es mit einem wachsenden Egoismus zu tun, mit einem Wandel von der Personen- zur Sachorientierung. Wo früher die Person stand, steht heute die Sache im Mittelpunkt. Die Person spielt weniger Rolle. Die Personen, die sich in der Qualifizierungsphase befinden, stehen unter einem hohen Selbstvermarktungsdruck. Ansonsten kann man nicht mehr bestehen und sich auch nicht mehr entwickeln in dieser Gesellschaft. Und das alles führt zu Brüchen im Ego. Das heißt, der Mensch, die jungen Menschen vor allen Dingen, haben keine Zeit mehr auszureifen und zeigen deshalb immer häufiger Brüche in ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung, insbesondere regressive Tendenzen. Das heißt also immer wieder Rückfälle in frühere Entwicklungsstadien. Ein Erwachsener, der sich beispielsweise plötzlich wie ein Kind verhält. Ja? Das sind deutliche Zeichen für mangelhafte oder mangelnde Ausreifungsprozesse der Persönlichkeit. Und noch viel schlimmer, was unsere Kinder und Jugendlichen insbesondere betrifft, wir haben es zu tun in den Schulen und auch in den Universitäten mit wachsenden Depressionen, mit wachsendem Aggressions- und mit wachsenden Angststörungen von Schülerinnen und Schülern, von Studierenden. Das sind die Folgen der Schnelligkeit. Die Pharmaindustrie hat längst eine Antwort gefunden. In den letzten Monaten gibt es ja auch immer wieder steigende Dokumentationen über den Psychopharmakakonsum und auch den Drogenkonsum von jungen Erwachsenen, die dem Druck nicht mehr standhalten. Bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ich könnte Ihnen das jetzt grafisch alles zeigen. Man kann deutlich sehen, dass die Entwicklung der Depressionen, der Aggressionen, der Verhaltensauffälligkeiten und des Psychopharmakakonsums in den letzten 10 Jahren sich fast verdoppelt hat. So, das ist das Studieren der Jungen. Wenn wir uns jetzt auf der anderen Seite angucken, Studieren der alten Menschen, ältere und alte Menschen, die tatsächlich ohne Leistungspunkte, ohne Bologna, also ohne den von Herrn Vogt skizzierten Prozess, ohne Bachelor und Master, die ohne Hast und ohne Hetze sich den Inhalten widmen. Studierende, die an die Universitäten kommen, aus Interesse an der Sache. Und das ist das Vorrecht des Alters natürlich, die Freiheit eben gelassen zu sein. Frau Bartzen hatte vorhin vom Müßiggang gesprochen. Die Freiheit gelassen zu bleiben und eben nicht mehr zu müssen. Die kommen an die Universitäten, um nicht mehr was zu müssen, sondern tatsächlich um noch was zu wollen. Das heißt, in Gelassenheit zu lernen. Das Lernen heißt, und Lernen heißt wachsen, also sich kognitiv, motorisch, physiologisch und emotional zu entwickeln. Das müssen wir uns mal klar machen. In dieses Getriebe der Universität, was ich gerade skizziert habe, oder des Bildungssystems, kommen Menschen, die tatsächlich wachsen wollen, und zwar in Gelassenheit. Und sie kommen nur deshalb. Wie wachsen Menschen denn? Die Bedingungen des Lernens sind ziemlich klar umrissen. Also es geht immer um kognitive Entwicklung, emotionale oder psychosoziale. Und wir sprechen in einer spezifischen psychologischen Richtung vom Aufblühen. Also wenn Menschen tatsächlich aufblühen, das heißt ganzheitlich, sich als ganzheitliche Menschen entwickeln. Ein Ansatz, der dieses aufnimmt, ist die positive Psychologie von Martin Seligman, einem amerikanischen, sehr renommierten amerikanischen Psychologen. Und der hat ein neues Konzept entwickelt, weg von der Defizitorientierung der Psychologie, insbesondere der klinischen Psychologie. Ja? Also wie können wir Menschen gesunden? Wie kommt derjenige weg von seiner Depression? Wie kommt derjenige raus aus seinem Burnout oder so? Also nicht, wie können wir Menschen gesund machen, sondern darüber hinaus, wie können wir Menschen dazu bringen, dieses Potenzial, was sie haben, zu entfalten. Also nicht von minus 5 auf 0 soll Psychologie die Menschen bringen, sondern eben von 0 auf plus 5, auf die Entwicklung, auf das Wachstum eigener Potenziale.
Damit beschäftigt sich die positive Psychologie. Und wir können inzwischen empirisch nachweisen, dass es tatsächlich 5 Elemente gibt, die Menschen zu kognitivem Wachstum bringen. Empirisch nachgewiesen ist, oder kognitiv, emotional und psychosozialen Wachstum natürlich. Also Menschen entwickeln sich optimal, wenn das Wohlergehen gefördert wird durch diese Elemente. Positive Gefühle, genau wie bei der Gesundung gerade im Vorwort. Ja. Also Dankbarkeit und so weiter. Und das Wichtigste, das allerwichtigste positive Gefühl, wir können eins tatsächlich isolieren, was Menschen mehr hilft als alles andere. Das ist das positive Gefühl Hoffnung. Und wenn Sie heute Abend vielleicht bei einem Glas roten Tee mal über Hoffnung nachdenken im Christentum, Hoffnung in der ägyptischen Kultur, Hoffnung in verschiedenen Kulturen, Hoffnung, Schillers Hoffnung, ja? Noch am Grabe pflanzt er die Hoffnung auf, Schiller. Dann Hoffnung, Annette von Droste-Hülshoff. Wenn man nur mal guckt, was in unserer Kultur über Hoffnung gearbeitet worden ist, ist unglaublich. Unbewusst war das Wissen schon immer da, jetzt haben wir es nur empirisch. Menschen bleiben aus Hoffnung zusammen, dass der Partner besser wird, sich entwickelt. Oder sie trennen sich. Menschen trennen sich aus Hoffnung, weil sie denken, der Neue wäre besser. Ja? Also das heißt, Hoffnung bewegt eigentlich alles hinsichtlich von Wachstumsprozessen. Das zweite Wichtige ist Engagement. Menschen, die engagiert sind und für sich selber Ziele haben, also die irgendwas haben, für das sie wirklich brennen und sich entwickeln wollen, Motivation, ja, Motivation und Flow ist hier natürlich das Kernthema. Dann das dritte Element ist Sinn erleben, wenn man das sinnvoll findet, was man tut. Ich mache das, weil. Eine große Defizitperspektive in der Schule. Die Schüler wissen häufig nicht, warum man irgendwas macht. Ich mache etwas, weil. Warum machen wir das jetzt? Warum sitzen wir jetzt hier? Warum feiern wir 30 Jahre Seniorenstudium? Weil wir dieses, was da entwickelt sich und sich, ja, was das sich entwickelt, für sinnvoll erachten, für unterstützenswert. Wir wollen zeigen, dass wir es gut finden. Ja. So, also so eine Perspektive, jetzt meine spontane Idee dazu. Sinn erleben, wichtig. Dann aufbauende Beziehungen. Wenn man nur ganz wenige Menschen hat, dann reicht das empirisch. Empirisch reicht ein einziger Mensch, zu dem man eine vertrauensvolle Beziehung hat und den man mitten in der Nacht anrufen kann. Dieser eine Mensch zeigt in dem Ausschlag der Zufriedenheit und des Wohlergehens schon eine ganz, ganz hohe Welle. Es kommt nicht darauf an, dass wir viele Freunde haben. Es kommt darauf an, dass wir wenige haben oder dass wir einige wenige haben, zu denen wir vertraute Beziehungen haben. Und schließlich das Gefühl, wirksam zu sein. Menschen wollen wirksam sein, wollen etwas erreichen. So, wenn wir jetzt gucken, wenn wir so vor diesem Hintergrund gucken, was passiert denn jetzt in den Universitäten, dann, glaube ich, kommt man ganz deutlich und schnell zu der Frage, ist nicht genau das, was ich gerade über die positive Psychologie referiert habe, sind nicht genau diese wohlbefindlichen Elemente jene, die federführend eben von den älteren Menschen in die Universität eingebracht werden? Ist es nicht so, dass eben die Emotionen und die Verhaltensweisen älterer Menschen wertvoll sind für das Getrieben, für die getriebene Alma Mater, für die getriebene Universität, für die Schnelligkeit und Hektik? Ist nicht gerade die Gelassenheit des Alters, nichts müssen zu müssen, keine Punkte erwirtschaften zu müssen, in sich ruhen zu können und zur Vorlesung gehen zu können und zu sagen, guck mal, das finde ich interessant oder da habe ich kritische Anmerkungen. Die Reflexion, die ruhige Reflexion, ist nicht genau das, was ältere Studierende einbringen in die Universität und einbringen können. Eben das ruhige, das beständige Wachsen. Die Studierenden heute sprechen häufig von der Bulimie, vom Bulimie-Lernen. Das heißt, die fressen alles in sich rein und erbrechen es in den Prüfungen, so schrecklich das ist. Das hier ist das Gegenteil davon. Das ist eine Vertiefung. Ja? Das ist das Lernen und Sein. Das ist das Wachsen in der Beständigkeit, in der Ruhe.
Das heißt, hier auch gerade bei den Seniorenstudierenden oder bei den älteren Studierenden ist die Zeit da für die tiefe menschliche Begegnung. Für das Zuhören können und für das Miteinander sprechen wollen. Kontakt suchen, miteinander sprechen, sich einlassen im Gespräch. Nicht hektisches Essen in der Mensa innerhalb von 5 Minuten, weil schon irgendwas Neues wieder ansteht, sondern eben sich einlassen in Ruhe. Ja? Also das heißt, die Besinnung auf die aufgrund der Lebenserfahrung und, hier, und auch als Element bei den älteren Studierenden natürlich die Selbsttranszendenz, das Transzendieren können von sich selbst als Gegenstück zur Ich-Fixierung der jungen Jahre. Ja? Die regressiven Tendenzen, diese sehr starke Sachorientierung führt eben zum wachsenden Egoismus. Ist nicht gerade dieses, ich bin nicht mehr so wichtig, ich kann mich selber mal zurücknehmen, ich kann dem anderen Raum geben, ist das nicht genau eine Eigenschaft, die auch ältere Menschen auszeichnet? Oder eben, da geht noch was, aber es muss eben nicht. Ja? Das heißt, das Ungezwungene, das tiefe Verständnis für den Sinn von Bildung, Musik, Literatur und Entwicklung. Das, was neudeutsch immer wieder bezeichnet wird als Art of Aging. Was man früher schlicht Altersweisheit genannt hat. Oder was vielleicht im Humboldtschen Sinne als Bildung bezeichnet werden könnte. Ist nicht das genau das, was ältere Menschen einbringen in die Universität? Bildung? Ruhe, Beständigkeit, inneres Wachstum. Wie geht's weiter? Ja, der demografische Wandel wird wahrscheinlich so verlaufen, dass es immer mehr ältere Studierende gibt in den Universitäten. Und der Berliner Philosoph Wilhelm Schmidt hofft, bezogen allerdings auf die Arbeitswelt, auf eine Verbindung des ungestümen Einfallsreichtums der Jüngeren mit der erfahrungsgesättigten Umsicht der Älteren. Also hier käme es so zu Synergieeffekten. Ja? Das heißt, wir haben hier zwei grundlegende Pole, die in der Universität aufeinandertreffen. Gelänge das, diese Verschmelzung auf universitärer Ebene, so könnten Universitäten einen Beitrag dazu leisten, was der Philosoph Schmidt für den besten Fall der Fälle hält, nämlich, dass der gesamtgesellschaftliche Alterungsprozess dazu beiträgt, die überhitzte Moderne abzukühlen und eine andere Moderne herbeizuführen. Vielen Dank.